Porsche führte heuer seine Kundschaft schon zum 7. Mal aufs Glatteis. Und das nicht irgendwo, sondern in Rovaniemi, Finnland. Genau dort, wo so gut wie alle europäischen Automobilhersteller ihre neuen Modelle auf Herz und Nieren im Wintereinsatz prüfen. Beim Camp 4 geht es allerdings nicht darum, kommende Fahrzeuggenerationen zu testen. Hinter Camp 4 verbirgt sich etwas anderes. Salopp formuliert könnte man sagen, es handelt sich um einen fun-betonten Clubaufenthalt in Verbindung mit einem praxisorientierten Bildungsurlaub unter verschärften Bedingungen. Mitmachen kann jeder, der sich in einem der Porsche-Zentren oder beim Porsche Travel Club für das Camp 4 anmeldet. Wer rechtzeitig gebucht hat, dem stehen 3 volle Tage zur Verfügung, in denen er erfahren darf, wie sich ein 911er, ein Carrera 4 oder ein Porsche Cayenne auf Schnee und Eis bewegt. Du bist gerade da im Kreisel gefahren. Was kann man hier sehen? Was lernt man hier? Wir haben hier das Driften geübt, und zwar das gezielte Übersteuern des Fahrzeugs mit einer kontinuierlichen Drehbewegung. Das heißt, man versetzt das Fahrzeug durch einen Gasstoß in eine Drehbewegung und wird dann durch Gegenlenken und ganz weiches Gas geben, den Vorderwagen so stabilisieren, dass das Fahrzeug gezielt, diagonal, übersteuernd im Kreis fährt. Endlose Schnee- und Eislandschaften, abgesperrte Parcours auf kilometerlangen, zugefrorenen Seen erlauben Drifts und Schleudermanöver, ohne dass man gleich den Kontakt mit Bordsteinkanten, Hausmauern oder gar anderen Verkehrsteilnehmern fürchten muss. Ja, das Tolle ist hier durch die wirklich tiefen Temperaturen, dass der Schnee so fein ist, letztendlich wie Sand, dass man kann mit den Fahrzeugen fast alles machen. Man kann einmal durchaus in den Schnee rauskrachen, ohne Beschädigungen zu haben. Und das erhöht natürlich den Lerneffekt. Man sollte hier bewusst an seine Grenzen gehen. Und man weiß die Grenze nur dann, wo sie ist, wenn man ab und zu mal ein bisschen darüber hinausgeht. Ja, ich bin begeistert. Vor allem kann man hier die Fahrzeuge ausprobieren, wie man sie im normalen Straßenverkehr und im täglichen Leben nie sich traut und auch gar nicht geht. Also mit so tollen Autos zu fahren, ist natürlich eine Sensation. Ich glaube, dass es grundsätzlich recht gut ist, weil man sehr viel lernen kann zum Thema Fahrsicherheit und weil man hier auf gesperrten Strecken mehr oder weniger das Auto so bewegen kann, wie man es auf der Bundesstraße nicht tun sollte. Natürlich ging es beim Training nicht vorwiegend um rallye-mäßige Highspeed-Ausflüge, sondern um klassische Fahrmanöver, mit denen man die Tücken des winterlichen Alltags meistern kann. Notbremsungen, Ausweichen vor überraschenden Hindernissen und vor allem Driften standen auf dem Programm. Und das alles unter fachkundiger Anleitung. Was wäre das Camp 4 ohne die wirklich coolen Instruktoren? Und einer, der es wirklich kann, eine absolute Legende, The Flying Finn, Rauno Altonen hier beim Camp 4, Chefinstruktor. Dein Eindruck von den Truppen hier heute? Die Truppen sind gut, weil wir haben verschiedene Nationen hier. Wir haben Österreicher, wir haben Holländer, der eine kennt gut. Nasse Straßen, andere können auch Bergstraßen gut fahren, aber der normale Mensch, der fährt ja niemals extrem. Und das heißt, wenn man in eine Extremsituation reinkommt, gibt es Probleme. Und hier, wir vorbereiten uns vor allem für die Situationen zwischen Haft- und Gleitreibung, das heißt Grenzbereich. Kannst du kurz erklären, untersteuern, übersteuern, wie kann man das jemandem beibringen, der die Worte immer wieder verwechselt und nicht weiß, wovon du sprichst? Untersteuern könnte man sagen, das Auto steuert weniger, als der Fahrer gelenkt hat. Das ist Untersteuern. Der Spaß durfte bei aller Ernsthaftigkeit nicht zu kurz kommen, und so wechselten die 30 Teilnehmer nach dem Fahrtraining kurzerhand den Fahrbahnuntersatz.
kein volles, richtiges Abenteuer am Polarkreis. Naja, das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gestern die Schlittenfahrt hinter uns gebracht. Also wenn man so mitten in der Nacht mit diesen Huskies fährt, wo, weiß ich nicht, 200 Huskies brüllen und schreien, also das ist wirklich eine ganz eigene Atmosphäre. Also da kommt es wirklich vor wie in die Rocky Mountains als Trapper und weiß ich nicht. Also es ist wie Wolfsgeheul und es war sehr imponierend eigentlich. Seht ihr, das Porsche-Fahren immer im Mittelpunkt, trotzdem ist Camp 4 mehr. Camp 4 ist eines der letzten Abenteuer? Na, ist sicher ein Abenteuer, weil an und für sich ein Erlebnis, das man sicher nicht sehr oft gönnt und sicher ein Ding, das einem auf lange Zeit in Erinnerung bleibt.